Das geht immer tiefer hinab. Und schon wieder so einer von den Assis. Sehr gut, das funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ach Gott, jetzt kriegt ihr unsere Lebensenergie, oder? Weiß ich nicht. Hör auf! Naja, zumindest leichte Rüstung so ein bisschen erhöht. Das ist ja auch schon mal was. Ach nee, nicht mumifizierter Minenarbeiter. Was haben sie denn hier gemacht? Die waren ja wirklich sehr fleißig. Kleiderschrank. Ja, ja. Leider nur Quatsch hier drin. Da geht's gerade weiter. Die nächsten. Heute mal Untote. Lähmen geht ja bei denen nicht, ne? Ja, einfach widerstanden. Ganz schön frech. So, bei dem benutze ich mal den Schock-Effekt. Silber-Schock-Zeug. Meine, das wirkt mehr noch bei denen, oder? Oh, boah. Ja, ein bisschen nachgewirkt. Und jetzt mal schauen. Gold. 121. Ne, 122. Okay. Also nicht alle Goldmünzen sind wirklich die Goldmünzen. Gerade wenn oben steht 10 Dings, das sind wahrscheinlich irgendwelche ganz wertvollen alten Dukaten oder sowas. Ganz klar. Hm. So. Den überraschen wir am besten mit einer... Ach, überraschen wir am besten gar nicht. Du weißt auch nicht, was er will. Das war billig. Bei mir ist das Bier billig. So. Truhe des Frostblitzes verbessert. Boah. 80 Punkte Schaden und Chance auf Einfrieren 18% an Ziel. Okay. Stimmt, ist ja die, die Eigenschaft der Eiszauber. Also jeder, der Zerstörung lernt, dem... Bitte? Ja, der kann, wie gesagt, die drei Elemente wählen. Und Eis kann einfrieren. Hat, glaube ich, auch den größten Radius. Feuer macht ein bisschen mehr Schaden, hat aber nicht so einen großen Radius. Und die Blitze. Stehende Lump. Die Blitzvariante ist halt dann die Variante mit dem größten Schaden, aber dem kleinsten Radius. Sag mal, wär ich schon vermöbelt von so einem dummen Geist, oder was? Untote Minenarbeiter, ja. Ja, so ein mieser Schläger, oder nicht? So, die Frage ist, müssen wir jetzt hier lang oder nicht? Eigentlich schon, die sind mehr abgetaucht. Es gibt keinen zweiten Weg. Da dachte ich, gäbe es was, aber offenbar nicht. Was ist das denn hier? Achso, das war abgeschlossen, klar. Achso, dann geht es tatsächlich hier weiter. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch vom Design her, ist das doch richtig, richtig klasse gemacht, oder? Also ich finde schon. War ich da unten? Oder komme ich da gleich hin? Vielleicht ist es wie am Anfang, in dem ersten Dungeon, da muss man ja auch ein bisschen, Musik? Ach, wie ich es mir dachte. Aber da ist Feuer wahrscheinlich gut, ne? Hat noch 174 Ladungen. Na, macht keinen Quatsch. Sehr schön. Wie viel brauchen wir noch? Wie viel Lebensenergie? Quatsch. Erfahrungspunkte. Oh, eine Handvoll noch. Drei Stück, dann ist der nächste Level dran. So, die Frage ist, soll ich da runterspringen oder nicht? Komme ich da dann wieder hoch oder wie ist das gedacht? Ich gehe einfach mal standardmäßig weiter. Ich markiere mir das mal im Geiste. Wobei, ich kann es sogar auf der Karte markieren, aber... Ne, kann ich nicht. Das geht nur bei der Weltkarte hoch, nicht runterspringen.
Ja, diese Riesendinger, die kennt man noch vom, vom Anfang. Vielleicht haben sie zu tief gegraben. Ich weiß es nicht. Eine Fackel wäre zwar stimmungsvoller, aber... Ich meine, wir haben den Zauber nicht zum Spaß. Ja, okay, das scheint wirklich zur unteren Ebene zu führen. Jetzt geht's rechts rum, dann nochmal rechts rum, dann sind wir im unteren Bereich, richtig? Hier selbstverständlich. Das sind die Standardprolinge. Ja, sind nur ein bisschen größer geraten. Na komm. Oh. Hat's nicht ganz gereicht. Verdammt. Genau, ich wollte auch schon immer mal den die Seelen aussaugen. Das können wir mal spaßhalber probieren. Und zwar haben wir jetzt ja den Seelenfalle-Zauber. Das hat funktioniert. Ne, aber was Menschen sind... Das war ja auch schon in Morrowind so, wo man schwarze Seelensteine brauchte. Warum ist klar, ne? Weil das Untotenzeug ist. Bist du Vorarbeiter, Muck? Ich bin der kleine Muck. Oh, verdammt. Das geht ja nicht bei Untoten. Hör auf. Nicht hauen. Hau weg die Scheiße. Sehr gut. Oh, wir können mal den Dings mit dem Zauber testen. Feuerball, einfach. Zack. Na, magst du das nicht? Was haben wir denn noch? Blutsaugen. Verbessert. Oh. 30 Punkte. Also auf einen Schlag. In 2 Sekunden ziehen wir 60 Energie ab. Das ist nicht schlecht. Seelenfalle. Komm. Ja, und jetzt hab ich. So, hält nur 8 Sekunden, zerhack ihn. Sehr schön. Vorarbeiter Muck. Muckt nicht mehr auf. Macht keine Mucken mehr. Und so weiter. Schwere Handschuhe, 420 Mark wert. Hm, Handwerk. Oh, Handwerkfestigen, 5 Punkte. Oh, jetzt haben wir schon 15. Und ein Silberkurzschwert. Nicht mehr Silberdolch oder so ein Quatsch. Stahltrausschlüssel. Berserkerhelm ist zwar nett, aber brauchen wir es überhaupt nicht. Das ist nicht schlecht. Moment mal. Wir haben noch ein Eisdings da, ne? Das heißt, wir könnten... Silberdolch, 18. Silberkurzschwert, 6. Was? Okay. Also der Dolch ist besser als das Kurzschwert. Wie soll ich einen dummen Silberpfeil? Nanu? Warum sind Dolche so krass? Ist das ein Bug? Habe ich da die Werte vertauscht? Kann das sein? Es ist möglich. Ich habe so ziemlich alles angepasst. Naja, ist ja auch egal. Notizen des Vorarbeiters. Der Meisterschmied... Oh, das ist auch noch. Vielleicht gibt es auch noch tolle Schmiedegeschichten hier unten. Vielleicht tolle Waffen. Hat irgendetwas erschaffen, was die Vorgänge verursacht hat. Ich habe den verseuchten Bereich mit den Arbeitern darin verschlossen. Einige haben begonnen, das magische Wasser zu trinken. Tolle Idee. Danach schliefen und aßen sie nicht mehr. Es ist fast unheimlich. Ich bin mit den restlichen Arbeitern schon seit Tagen in diesem Bereich gefangen. Einige davon starben ohne Anzeichen von Verletzungen. Sie waren völlig unversehrt. Der einzige Ausweg... führt durch die magisch verseuchte Höhle. Lieber finde ich hier meine Ruhe, als einer dieser wandernden Toten zu werden. Es ist ruhig geworden. Oh. Eisschild, Saphir, Eisschild, wie bitte? Hammer, Genesungstrank. Achso, wir können ja auch aufsteigen. Können wir Spaß dabei auch mal machen. Tagebuch, Level aufsteigen, möglich. Level aufsteigen. Ihr habt euch zu stark angetrieben und zu viel nachgedacht. Entspannt euch, vertraut euren Instinkten, seid einfach ihr selbst und kümmert euch um die kleinen Dinge. Und die großen erledigen sich von selbst. Genau. So, jetzt überlegen wir mal kurz, was wir aufleveln. Schluck Kaffee. Ich habe mich entschieden. Intelligenz möchte ich haben, Charis möchte ich haben. Ich habe nämlich auch mit den Leuten so ein bisschen, ne, geredet und so ein bisschen überzeugt davon, wie toll das auch ist. Schnelligkeit wäre eine Möglichkeit. Bestimmt, wie schnell ihr euch bewegen könnt.
Eigentlich nicht schlecht. Man muss ja auch viel oben rumlatschen. Andererseits sind wir eigentlich eher so ein Willenskraft-Mann. Mana zu regenerieren und Widerstand gegen Magie und die Gesamtausdauer. Ich glaube, wir bleiben dem Ganzen mal treu. Haben wir denn eigentlich wirklich nichts, was die Willenskraft hochdrückt? Das möchte ich jetzt mal wissen. Konstitution, Hauptattribut, Geschicklichkeit, Intelligenz. Das hier. Veränderung. Hat aber auch nur 28 billige Punkte. Das war aber eh, glaube ich, das Einzige, oder? Oder eine andere Sache war noch dabei. Genau, hier wieder Herstellung, die haben wir aber nicht. Das ist natürlich schlecht. Wir müssen also mit Veränderung arbeiten. Veränderung, Veränderung. Was haben wir denn für Veränderungs... Ja gut, diese Entbürdungssachen, ne? Und Licht. Das Problem ist, dass die so lange halten. Oh genau, Flammenelementar beschwören. Funktioniert nicht, weil wir keine Beschwörungsfertigkeit auf 25 haben. Verdammt nochmal. Aber ich konnte das doch im Arkanen Sanctum auch nicht trainieren. Wo mache ich das denn? Ich hoffe, dass das überhaupt funktioniert, aber ja, Fertigkeitsstufe reicht nicht aus. Was haben wir denn in Beschwörung 15? Oh Gott. Das sind die totalen Lappen. Aber wieso kann ich keine Waffen beschwören? Das gab es doch auch mal. Waffenrüstungen. Also Morrowind hatte das noch. War das bei Oblivion überhaupt dabei oder musste man an diese dümmlichen Steinchen da gehen? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Gut, Level up haben wir hinter uns. Auch nicht schlecht. Was klimpert hier am Boden? Eine Schaufel, natürlich. Gut, den guten Muck haben wir umgelegt. Besen. Ist nichts drin, okay, hier oben auch nicht. Hm. Wie gesagt, ist ein Elder Scrolls Spiel. Am besten mal hinter die, in die letzten Ritzen gucken. Das kann tatsächlich hilfreich sein. Wobei, jetzt können wir mal die Eisgeschichte ausprobieren, aber auch schon lange nicht mehr. Wobei, ich weiß nicht, Untote und Eis ist wahrscheinlich eher... Naja, da kann ich auch versuchen, die zu lähmen oder sie mit Geistigen oder Furcht einjagen oder was auch immer. Das geht ja auch nicht wirklich. Höchstens Untote... Hier, das ist Turn Undead. Untote vertreiben damit, aber sonst... Geistige Sachen funktionieren halt nicht. Vielleicht wie am Anfang? Na, verdammt. Ich habe gehofft, dass ein Traglasttrank irgendwo hier versteckt ist. Reiche Erzader. Naja gut, immerhin 5 Stück. Das ist doch schon mal was. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier weitergehen sollten, oder? Ne, das ist, glaube ich, alles nur Deko. Und da sind wir auch nicht... Oder das heißt Deko-Kulisse ist es. Akrobatik verbessert. Nee, da unten scheint eh nichts zu sein. Da oben waren wir ja schon bei dieser Brücke. Dann schlagen wir den Weg am besten gleich wieder ein. Hier sind wir soweit durch. Naja. Schwänzerchen, ja, ja. Wobei, warten wir kurz noch ab, dass ich das Licht wieder... Zauberer, ja, Veränderungsmagie. Was kostet es dann, wenn ich... Nee, nicht was kostet es, was bringt das, wenn ich einen Zauberer... Einmal Licht ist kein Prozent, krass. Zweites Mal gezaubert, kein Prozent, krass. Achso, das ist bestimmt nicht... Ach, das ist Illusion. Mein Gott, Walter. Entbürdung, genau. Probieren wir das mal. Das kann man aber öfter zaubern. So, wir hatten auf 23, haben wir gesagt, war's, ne? 23. Zauber wirkt. 25. Schauen wir mal, ob das immer 2 Punkte sind. 27. Ja, das sind immer 2 Punkte. Was ist, wenn ich Stufe 1... Ah, ich habe nur Stufe 2. Okay. War auf was? Auf 27? 29? 31. Okay. Also immer, wenn ich das zauber, bin ich... Hm. Okay. In 2 Schritten. Also ich muss 50 Mal muss ich in Bildung zaubern. Was haben wir denn sonst noch an Veränderung? Ach ja, Licht. Nee, Schloss. Genau, Schloss ist auch noch eins. Teleportation. Arkan, Arkan, Beschwörung, Zombie. Zauberfang. Ach ja, das ist auch ein neuer Zauber. Zauberbannung. Hatten wir, glaube ich, schon, aber Zauberfang. Absorbiert 60 Punkte. Ich glaube, das sind Prozent, meine ich.
also von 100, glaube ich, die für 3 Sekunden auf sich selbst wirkt. Das heißt, ich zauber das Ding und wenn da was angeflogen kommt, dann kürzt mir in Form von Mana. Kostet natürlich auch 63 Mana, aber wenn es halt starke Zauber sind, zack, ist mal kurz die gesamte Leiste wieder voll. Oder wenn eben der Gegner mit seinen Feuerbällen auf einen schießt, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hier mit dem Stäbchen oder sowas. Das ist richtig gut. Katharsis, ja. Antidotum. Genau, das ist das mit den Wiederherstellungsgeschichten. Ja. Ja, gut, dann weiter im Text, oder? In anderer Wirklichkeit haben wir eh nicht. Tür geöffnet mit Stahltrossschlüssel. Also muss man zuerst den kleinen Muck platt machen, da kommt man hier weiter. Notiz eines Minenarbeiters. Moment, ich schnapp mir gerade noch deine Geldbörse. Bannungstrank, Grubenhelm. Weg damit. Schaufel brauchen wir auch nicht unbedingt. Notiz eines Minenarbeiters. Verdammt, sie haben mich eingeschlossen. Sie haben mich eingeschlossen. Zwar habe ich einen Bannungstrank bei mir, der mich vor der Magie schützen könnte, aber ich werde nicht wieder zurück in diese verseuchte Höhle gehen. Ich weiß genau, dass sie meine Schreie hören, doch sie befreien mich nicht. Meine Kraft schwindet bereits. Ja, und im anderen Zettel stand ja, es ist ruhiger geworden. Das miteinander zusammenhängt. Alte Holztür, Stahltrossmähen. Alchemie kann euch eine mächtige Waffe sein, vorausgesetzt ihr wisst ihr Vorteile zu nutzen. Oh oh. Was war das denn? Na? Ah, stimmt, diese Seuchengeschichte jetzt hier. Magie verseuchtes Fleisch. Zauberabsorption. 2 Kilo. Nee, danke. Nein, nein. Ich passe. So, zack, du bleibst mal kurz stehen. Sind die vielleicht magieresistent oder warum wirkt das nicht so doll bei denen? Auch mit voller Mana bleiben die keine Ausdauer, bleiben die keine 3 Sekunden stehen. Das müssen sie aber. Das steht doch so im Kleingedruckten. Infravision. Genau, ich nehme wieder mal so einen Infravisionstrank, bevor sie schlecht werden. So, was machen wir mit I? Sind wir hier oben irgendwo, ne? F, G. Achso, ich habe kaum welche von denen. Infravisionstrank ranzig. Für 1 Minute. Blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Ach ja. Also hier haben die Minenarbeiter wohl, ja, irgendwas Magisches ausgegraben, was sie mal hätten liegen lassen sollen. Tja, wenn ich den Kopf verlieren, soll ich dann... Boah. Einmal kann mir doch keiner erzählen, dass das 3 Sekunden sind. 21, 22... Ja, wahrscheinlich sind die wirklich magieresistent als Magieverseuchte. Oder absorbieren die einen Teil? Das kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Der nächste, ja sicher. So, jetzt haben wir nur noch 85, das heißt, jetzt wird es wahrscheinlich nicht so lange halten. Da kommen sie bloß ran. Und weg. Ja, das war der Infravisionstrank. Ist aber gar nicht so schlecht, ne? Nehmen wir gleich noch einen. Oh, ein besserer für 100 Sekunden. Feuerball, Seelenfalle, Genesungstrank, Truhe. Gekauft. Verdammt, hier sieht man es nicht, aber ich glaube, das ist die Seuche hier. Genau. 99% Lebensenergie. Ja, so ein toller Hüpfer sind wir ehrlich gesagt aber nicht. Ach Gott, Feind! Ach so, die nehmen auch Schaden. Das ist gut. Halt! Ich lähmen in der Suppe. Hallo. Muss das sein? Och, mein toller Plan. Lassen sie mich nicht durch, die Schweine. Ach, der hat keinen Bock mehr, läuft zurück. Gut, der hat auch keinen Kopf. Jetzt weiß der schon, wohin geht. Oh, nö. Gut, dann
saugt das Leben aus euch raus. Oder das bisschen untote Leben, was ihr noch habt. Na? Was sind die denn so krass? Halt! Stopp! Eure Kräfte lassen nach. Ja, ja. Ich könnte auch mal ein bisschen Dings essen. Hier, gebratenes Eberfleisch. Ja. Aber ich hätte am liebsten... Obwohl, ist auch nicht schlecht. 50 Ausdauer zusätzlich. Ja, hübsch. Und dann in Kombination vielleicht mit dem gebratenen Wolfsfleisch, dass es wieder regeneriert. Wobei, eigentlich ist ja... Sollte Wildfleisch regenerieren. Also Wildbret, verdammt. Kleiner Scherz. Ja, weiter geht's. 8 Sekunden haben wir noch Licht. Warten wir kurz ab und dann zaubern wir das eigene Licht. Ja, so sieht's normalerweise aus. So eine radioaktive Brühe. Okay, diesmal aber machen wir es wahr. So, bleib mal schön da drin liegen, in der Suppe. Hahaha, Trottel. Und ich krieg trotzdem die volle Energie. Ja, komm, fall rein. Das ist natürlich, Spaß, oder? Das ist Spaß. Einfach mal in die Suppe schubsen und sie drin lähmen und dann schön warten, bis sie verkugeln. Verdammt! Ja, ja. Aber auch das finde ich wieder ganz nett gemacht, ne? Tja, wie komme ich da problemlos durch? Gar nicht, oder? Ist das wieder der Anfang? Ich muss da nicht allen Ernstes tauchen in den Müll, oder? Ich hoffe nicht. Nee, das ist direkt Feierabend. Kann ich denn in sowas tauchen? Ich weiß es nicht. Ist da was? Gibt's da was? Komm, ich genug Heiltränke. Boah, eine Truhe. Ja, wie unangenehm. Ja, ja. Ach, süß. Kommst du gerade mal ran? Brauch nämlich Lebensenergie. Das ist aber nett von ihm. Nee, nee, kannst ruhig da bleiben. Ist okay. So, die lösen sich da wahrscheinlich weiter auf. Sehr spannend. Vielleicht ist er auch hier gespawnt. Stand dann die ganze Zeit da drin. Hat sich quasi selbst vernichtet. Oh ne, hau ab. Und Feuer. Wir helfen noch so ein bisschen nach. Aber geben denen keine helfende Hand. Wir lassen sie einfach nur da drin verrotten in der Suppe. Und Wachungspunkte. Ha, wieder was gespart, oder? Wieder Magie gespart. Oh. Ja, du kommst bitte auch mal her. Gib dir zum Glück die volle Magie-Dröhnung. Quatsch, Erfahrungspunkt-Dröhnung. Denn das zählt ja nicht als andere haben mitgeholfen. Sondern das sind ja Umweltschäden sozusagen. Klingt ein bisschen komisch auf Deutsch, ne? Environmental Hazard klingt irgendwie besser als Umweltschaden. Naja. Umweltbedingte Schäden wohl eher, oder? Wenn ich von Umweltschaden rede, muss ich ja wieder wie so ein Vollidiot hüpfen. Und das lassen wir mal sein. Ist das überhaupt Freitag? Fragen über Fragen. Gold. So dekadent sind wir. Wir lassen Gold einfach drin liegen. Mais. Kiste. Ich schätze mal. Ah doch, da ist was drin, klar. Brauner Becher und ein Pinsel. Oh oh. Ja, nee, ist klar. Das ist wohl so eine Art. Habt ihr genau gesehen. Magisches Symbol. Ist auch frech, ne? Man schaut da hin. Und achtet ja gar nicht auf sowas. Wir nehmen doch wieder alles mit. Ach, können wir es ja. Und selbst wenn so eine Spitzhacke kaputt ginge. Wobei wir ja schon Werte von was? 80 haben. Können also auf 95 hoch mit unserer Ausrüstung, das ist nicht schlecht.
Ja, selbst wenn sie kaputt ginge, haben wir ja trotzdem noch reichlich andere und die liegen überall rum. Von daher auch nicht schlecht. Moment. Tja, was habe ich gerade eben gesagt? Geil. Ja, ich benötige eine Spitzhacke. Aber die liegen ja überall rum. Also ich habe auf jeden Fall etliche schon gefunden. Aber wo liegen sie denn jetzt, wenn ich sie jetzt in dem Moment gerade brauche? Ja, selber schuld. Vielleicht da oben drin. Was ist das überhaupt? So eine Art Schmelztiegel? Oh, Trank der Tragkraft. Richtig gut. Er wird direkt verschlungen. Wo ist er? Sieht aus wie so eine grüne Banane. Wo ist er? Hallo? Hallo? Trank der Tragkraft. Ja, das rauskommen. Trank der Kraft. Nee. Moment mal. Stille. Gift. Bin ich jetzt völlig mit Schugge? Nee, ganz sicher nicht. Trank der Kraft. Gewandtheit. Ach Moment, habe ich den aufgenommen gerade? Kann das sein? Habe ich ihn zu mir genommen? Da müssen wir mal kurz laden, Moment. Erfahrungspunkte könnt ihr euch verdienen. Ja, ja, ist mir klar. Was ist denn jetzt los? Na super, wir haben unsere Dings noch. Jetzt habe ich nämlich gerade nicht aufgepasst. Muss ich den... Ich speichere ab und... Wo ist der denn hin? Ach, Schwachkopf, das ist doch gar kein Trank. Ja, ist okay. Man darf auch mal ein bisschen dumm sein. Schnell alles reparieren. Bevor der Kollege da oben auf die Idee kommt, uns zu vermöbeln. Ist das eine Art Endboss oder noch nicht? Hau bloß ab. Auf zu zocken, Dimor. Auch das hier, Stahllangschwert, nur 13 Punkte Schaden. Merkwürdig. Aber gut. Tja. Oh oh. Ist das ein Dickerchen? Ja. Das ist ein Dickerchen. Sehr schön. So, du zauberst erstmal nichts mehr. Und er lässt sich lähmen, der Meisterschmied. Sehr gut. Autsch. Lass es doch bitte lähmen, hallo. Und hau weg. Sag mal. Oh oh, 66 Punkte. Da fängt das Spielen an, oder? Ja? Nein, du kommst nicht durch. Du kommst nicht durch meine Rüstung, wie auch immer. Maul. Okay. Der Meisterschmied. Lebensrubin, allgemeiner Dings. Schattenhauchstiefel. Oh, mehr Ausdauer, mehr Athletik. 6 Punkte. Hm, leichte Rüstung. Ihr habt einen Teil des Sets Umarmung der Verborgenheit gefunden. Okay, Stahlkriegsaxt braucht natürlich kein Mensch. Der Rest ist nicht schlecht. So, ich habe nicht voll Energie. Heißt, ich kann endlich mal wieder einen Trank zu mir nehmen. Nämlich diese ranzigen Dinger. Da kommen die erstmal einfach alle auf. Ja, ich kann momentan nur 3 Stück zu mir nehmen. Ist in Ordnung. So. 1, 2, 3. Genau. Gibt mir. Ja, man sieht, die Dinger, die brauche ich echt nicht mehr. Die fliegen raus und sie sind so abartig teuer. Waren, glaube ich, über 10 Kilo, die ich hier mit mir rumgeschleppt habe. Oh. Was hat er hier geschmiedet, der Meister? Hammer. Läuft. Wassertrog. Ist das nicht ein Schild? Ah ja, ein Berserker-Rundschild. Interessant. Aber gemacht hat er hier nichts, oder?
Schattenbeinschienen. Oh, gibt es jetzt das gesamte Schattenset oder wie? Schattenbeinschienen, Schattenhauchstiefel. Ach ne, Schattenhauch. Okay, mit AD kann ich also schneller laufen. Hab mehr Ausdauer. Stadt. Stiefel des Novizen. Umarmung des Novizen. Was war das nochmal? Willenskraft, ne? Genau. Zwei Willenskraft. Magika. Hm. Athletik und Ausdauer verstärkt. Ja, die sind echt nicht schlecht, oder? Ja, ist gut. Die trage ich jetzt mal ohne Karotte. Gut, dass ich den Endgegner platt gemacht habe. Jetzt haben wir nämlich eine Karotte. Na gut, ich meine, bei den Latschen darf man sich nicht beschweren. Komm, mach. Sehr gut. Oh, ist düster. Aber das war's, ne? Das war also der Grund, warum es hier so abging. Die haben den Meister, die schwere Gift. Oh, das ist auch nicht schlecht. Schwere Gift. Ja, Mühsal 100 Punkte für 10 Sekunden. Kann den Gegner festtackern. Gerade so ein Dickerchen hier. Und dann kannst du mal einen Schritt zurückgehen und dich erstmal eine Runde heilen oder so. Gar nicht schlecht. Tür öffnen damit Stahltross. Oder Stahltross. Wie auch immer. Schlüssel. Oh oh. Schnell Feuer auspacken. Ja, das sind zwei von den Assis. Erstmal einen platt machen. So. Jetzt können wir arbeiten. So. Nochmal lähmen. Einfach drauf. So. Stufenaufstieg dauert zwar noch eine Weile. Wo sind wir denn jetzt? Geht's hier als weiter, oder was? Ach nee, das war dieser nördliche Eingang. Da wären wir nicht rein, nicht weitergekommen. Ich verstehe. So, die nächste Spitzhacke, die ich finde, die sollte ich auch tatsächlich mal mitnehmen. Moment, lag da nicht eine gleich noch ums Eck auf der Kiste? War das nicht so? Nee. Naja. Gut, hier sind wir auf jeden Fall durch. Das war spaßig. Ja. Ich finde doch bestimmt noch irgendwo, oder? So eine Spitzhacke. Ich meine, das ist in der Mine. Da wird es aber eine Spitzhacke geben. Hier haben wir schon eine ganze Handvoll liegen lassen. Ja, die Alte hat es auch hinter sich. Das war gar nicht mal so schlecht. Ja, Schmuggler, alles ausgerottet. Lass mal schauen, wo müssen wir uns dann. Müssen wir uns melden irgendwo? Oder war das nicht auf zum Anschlag? Oh Mann, den ganzen Tag haben wir uns durch die Mine geprügelt. Ist schon Nacht. Oh, hab dich gleich gesehen. Hammer, wie so ein dümmlicher Trank. Naja, ganz nett. Das war aber auf jeden Fall eine Aufgabe, ne? Ruf aus der Tiefe. Ich habe einen Grabungs... Aber warum? Aber da drin habe ich doch nicht irgendwie was liegen lassen, oder? Hm. Ich hoffe nicht. Ah! Hab ich dich! Aber warum? Aber ich habe doch alle Sachen gelesen, die da drin lagen. Und ich habe kein Update bekommen, was die... Was die Quest angeht. Ich habe ein Grabungs-Symbol von hier erzählt. Moment, wieso habe ich das nicht abge... Gerade dort, kann das sein? Hm. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich werde jetzt nochmal reingehen, werde mich da umschauen, ob ich da vielleicht irgendwo ein Blatt Papier habe liegen lassen. Wenn ja, geht es dann dort weiter. Ansonsten, wenn nicht, ja mal. Vielleicht müssen wir diese komische Festung, wie ist die? Anor, Anada, irgendwie sowas, keine Ahnung, Ada. Da müssen wir vielleicht dann weitermachen. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall keinen Punkt markiert, oder? Oder ist das die Festung? Ne, ist nichts, ne? Wüste kommt erst ganz, ganz, ganz spät. Kabaet, vielleicht geht's da aber. Ich habe keine Ahnung. Naja, wie gesagt, ich gehe nochmal kurz rein, schaue mich dann nochmal um. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Das war die Stahltrossmine. Vielleicht muss ich einfach nur zu so einem Anschlagbrett, kann auch sein. Aber die Quest ist ja nicht abgeschlossen. Vielleicht kann ich sie da abschließen. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Nerim. Bis dahin. Ciao, ciao.